Und BAM! Oh mein Gott, ich bin in der Chest. Ich hab. Dann jetzt darfst du dieses Moment, dieses Glücksgefühl haben. Oh, shut the move! Okay, das hier hole ich auf jeden Fall schon mal. Rosalie. Dann muss ich mir schon mal shut the move, weil ich eigentlich nur einmal das hier machen will. Bam. Oh, verdammt. Und ich habe eine Bombe verschwendet. Aber ja, shut the move. Das da ist Telepathie von... Telepathie for Dummies? Das ist doof. Und das Messer hole ich mir, weiß ich nicht, ob ich mir das Messer holen soll. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Mom's Knife, ja oder nein? Nein, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Das. Dann lass es liegen. Nein. Oh, hier ist aber, den Chest, da habe ich mir jetzt mehr von erwartet. Und jetzt kommt's. Schieß doch bitte. Ah, ich muss auf die richtigen Tasten drücken. Ah ja. Glaub mir, in der Chest ist Pestilenz wirklich die Pest. Ha, den muss ich nur wieder aufschreiben. Weil er so... Aber ich kann es schaffen. Es ist nur ein Raum, ne? Beste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Copyright, pass auf. Wir haben Digimon gesungen. Nein, nein, nein. Ja. Ist schon irgendwie witzig, dich zu sehen hier in der Chest. Ja, ich weiß, ich bin so schnell groß geworden. Sie werden so schnell erwachsen. Guck, da weint auch selbst War mit. Ja, War und ich sind sehr gute Freunde. Oh, und er hat mich wieder getroffen, der sagt. Seid ihr gute Freunde? Hä? Und jetzt kann ich mir den holen. Weil ich ja in der Chess bin, man braucht das Pullover nicht mehr. Ich habe ihn mitgedacht. Oh, ich würde jetzt gerne mal aufschreiben dazu. Last. Nicht nur Last, sondern auch Glatini und Slough. Ja. 3 von 7 Todsünden. Ach komm, ich hätte auch alle 7 machen. Weißt du noch die deutschen Namen? Lust. Wollust. Lust ist ja eine andere Bezeichnung. Was? Gier ist auch noch Greedy. Ja, aber ich meine es von den Faulheit. Und Faulheit. Was war der letzte Nummer? Gluttony. Eitelkeit. Nein. Völlerei. Hätte ich mir denken. Eitelkeit ist Neid. Neid ist. Gott, was war Neid nochmal? Wie hieß der nochmal? Neid. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja. Hast dich nicht gut vorbereitet. So nein, der fällt mir echt nie ein. Mir fallen alle ein. Ich hab ja vorhin von der Religionsarbeit. Pride. Ne, war das stolz. Weiß ich. Ich hab ja von der Religionsarbeit geschrieben. Hab ich mir auf dem Spickzettel. Also nicht auf dem Spickzettel. Was? Ein Spickzettel? Nein, wie bitte? Kein Spickzettel. Ich habe auf dem Schmierblatt habe ich geschrieben. Die 7 Todsünden. Englisch, weil ich mir die merken kann. Und dann in Deutsch. Und mir ist Neid nur in Deutsch eingefallen, aber nicht in Englisch. Was für schöne Pillen. Full Health. Bad Guess! Full Health, wer hätte mir so den Arsch gerettet? Wahrscheinlich. Vor allem 2 Stück, dann hätte ich eine nämlich jetzt benutzt und die andere dann später. Wir haben Pride, dann haben wir noch... Oh. War auch was mit P, glaube ich. Oh, egal. Dann halt Reed hast du schon gesagt und Wrath ist Zorn. Da fehlt noch Neid. Ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt. Fällt mir gerade nicht ein. Doch dafür hat man einen Übersetzer. Nicht da zur Hand. Und deswegen gehst du jetzt hier nochmal tiefer in deine Gedanken rein. Envy, klar. Ja, den allerschlimmsten von allen. Nee, finde ich nicht. Envy? Oh. Ja. Ich finde, Envy ist hier der schlimmste Gegner, den es gibt. Superlast. Mit Abstand. Aber Envy kommt auch richtig nah an den dran. Ich habe Bomben. Was soll der Geiz? Geh auf, Tür. Scheiße. Du weißt, dass das hier alles Bossräume sind. Und aus Bossräumen kann man sich rausbomben. Was? Wie bitte? Nein. Das heißt, du musst da durch. Ich will der Alarm. In jedem Raum, den du reingehst, musst du durch. Verdammt. Dann mache ich stehen hier, ich weiß, war unnütz, aber. Wird spannend, bin ich ganz ehrlich. Ich will wenigstens einmal so weit kommen, dass ich sagen kann. Ich trotze der Gefahr. Pokémon! Nee, Digimon!
Also es ist wirklich interessant. Nein! Aber ich glaube, Wafer oder wie es heißt, hat mir echt das Leben gerettet. Was? Das... Wafer. Jo. Ja. Ich glaube, sonst wäre ich schon dreimal gestorben. Und ich habe den Raum geschafft. Aha. Fast ohne Hit. Fast. Du hast noch 9 Hits übrig. Sag das bitte nicht so. Warum? Ich habe euch doch schon mal getötet. 2-mal sogar schon. Nee, 3-mal. Wow, hast du 3-mal. Nee, Pestilence habe ich. Das ist aber nicht Pestilence. Ist Famine. Ja, ja. Ah ja, Famine hattest du in dem Run an sich schon. Ja, siehst du. Okay. Boah, ich hasse dich. Famine, Batman. Famine ist ja einer der 4 apokalyptischen Reiter. Ja, genauso wie War. Ja. Und Tod und Chaos, glaube ich, war's. Chaos? Pestilence. Aber, das war nämlich in, wie heißt es, dem Buch. Dem einen Buch. Die Scheibenwelt. Kennst du die Scheibenwelt? Hast du mal von erzählt. Das ist ultra lustig. Und da war auch einmal, die Welt geht fast unter. Und wie gesagt, können wieder 2 Leute sie retten und alles normal. So was halt. Und dann trommeln sich schon mal auch die 4 apokalyptischen Reiter zusammen und holen dann auch noch den letzten und das ist Chaos. Und Chaos hat in einer Großstadt ein Milchunternehmen aufgemacht, weil ihm der apokalyptische Beruf zu langweilig wurde. Dazu muss ich sagen, du meinst ja wahrscheinlich den verlorenen Reiter, also den vergessenen Reiter. Ja. Das ist in dem Fall Conquest, also der Weiße mit der Augenbinde. Ja. Conquest ist, ich weiß auch nicht, ob der mit Chaos übersetzt werden kann. Guck mal nach, weil ich es kann. Oben oder unten. Sag mal O oder U. O oder U. U. Okay, unten. Das ist jetzt deine Entscheidung. Warum hast du das gesagt? Das ist Super Sloth. Super Sloth ist meiner Meinung nach noch nichts gegen dem, was kommen könnte. Ja. Auf jeden Fall kannst du den apokalyptischen Reiter übersetzen. Ja, das eine ist halt Hunger. Famine, ja, ist... Dann gibt es Krankheit. Ja. Pestilenz, Pest. Ja, klar. Dann gibt es so Krieg und den Tod. Ja, absolut gemacht. Ja, ich weiß. Ich kann das auch nur wegen dem Buch. Boah, der schießt ja mit Spinnen. Ja. Nein. Scheint ein gutes Buch zu sein. Ja, es... Ja, ganz ehrlich, ich... Hab für diese eine Rallye-Arbeit wirklich kaum was gelernt, weil ich das Spiel hier gespielt habe. Ist wirklich so, ich kannte die Todsünden deswegen. Und die Kardinalstugenden sind ja im Prinzip das Gegenteil. Also Unfallerei und so. Ja, sowas wie Mäßigkeit und anstatt Wollust eben Liebe und so weiter. Ich muss mich da ultra konzentrieren. Besonnenheit, Klugheit. Ja, das spricht alles von mir. Vor allem dieses, wie heißt es nochmal? Unstolzheit, also Unvoreingenommenheit. Und ich bin überhaupt nicht von mir eingenommen. Komm schon, fahr rein. Komm, jetzt bitte irgendwas. Hast du einen Hund? Ja, schon einen Hund. Stars bringt dich in den Shop. Was passiert, wenn ich ihn hier benutze? Ich weiß nicht. Warum bin ich nach oben gegangen? The Wretched. Und zwar 2-mal. Ist ultra lieb. Oh mein Gott. Nein! Noch 3 Hits. Ich erlebe das. Ich finde das hier super spannend. Obwohl ich weiß, wie es ausgeht, finde ich es verdammt spannend, muss ich sagen. Der Fluch des Demon Babies lebt weiter. Nein, niemals. Das hat mein Bruder auch gesagt. Ja. So. Dann haben wir... Ja!
Ja! Demon Baby! Dann hast du jetzt noch 6. Ja. Yeah. 6 Hits. Nein! Ja. Two of Hearts verdoppelt deine Herzanzahl, die du momentan in dir trägst. Das heißt, hättest du ein halbes Herz gehabt. Oh, guck mal, das ist super glatt in ihm. Ja, wow. Der sieht so geil aus. Als wäre der kurz vom Kotzen. Wow, der hat auch gerade Prechdurchfall. Nein! Explosive Diarrhea. Als würde er gerade Richtung Toilette laufen, so nach dem Motto: Ich lauf gleich über, ich lauf gleich über. Verschrecke Last. Verreck. Ja, Last ist. Last an sich ist leicht. Superlast? Superlast ist doof. Envy ist aber auch ätzend. Also ich muss sagen, Dead's Envy ist einer der aller. Envy ist meiner Meinung nach einfach nur nervig. Nicht ja, weil stark. Der, vor allem dann passt du irgendwann nicht mehr. Verdammt, dann passt du irgendwann nicht mehr auf. Wollte ich gerade sagen, während ich nicht aufgepasst habe. Ja. Und jetzt wieder nur noch 3 Hits hast, wie vorhin. Ja, aber hallo, ich wäre jetzt eigentlich tot, hätte ich nicht. Ja, natürlich. Das Spiel meines. Oh, der hat die gerade Sloth getötet. Und Sloth hat deswegen auch noch auf ihn geschossen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wieder mehr Glück als Verstand. Verstand. Das ist bei mir. Das. So! Ah, du musst mal unbedingt Parodius spielen. Parodius? Parodius. Jetzt verreck doch, du Vieh. Das war ein schönes Spiel. Boah, ey, das war knapp. Und ich ein wenig verrecke. So. Aha, aha. Wir sind wieder bei 6 jetzt. Demon Baby. Oh yeah. Oh mein Gott, ich habe das in die Chest geschafft. Ich bin so. Ich kann. Soll ich jetzt das Messer holen? Das wäre eigentlich noch verdammt gut. Weil dann muss ich nur an der Seite stehen und schießen. Das ist ein Moment, wo ich mir sehr stark. Das Demon Baby hat sich deine Zukunft schon ausgedacht, ja? Dann hol ich das Messer. Da! Das wird super geil. Wie? Warum kannst du nicht weiterschießen? Du musst gedrückt halt zum Aufladen. Und dann schießt er irgendwann los. Du kannst auch. Ja, du musst auch loslassen. Du kannst auch diagonal schießen. Ich habe wie gesagt noch nie mit Mom's Knife gespielt. Ne? Nee. Hast du Mom's Knife überhaupt freigespielt? Nee. Hauptsache sagen, du kannst doch nicht umgehen. Ja, das stimmt doch auch. Ach ja, und du musst nicht unbedingt schießen. Du kannst auch in den Gegner reinlaufen. Ja, das ist super. Das kann ich nämlich immer gut. Oh mein Gott, ey, das ist ja noch voll schwer, das Spiel. Töte sie alle! Ah, ja. Ich bin echt gespannt, wie weit du noch kommst. Ich auch. Na, Oh, leck. Ich bin aber gerade. Also, ich glaube, hier lag ich nochmal duschen. Bist du gekommen oder wieso? Nein. Ah, nein. Warum? Warum? Das ist alles Mom's Heart. Mom's Knife. Ja, explodiert. Boah, ja, Junge. Nee, du hast ja echt Adrenalinbombe zu dir genommen. Puh. Demon Baby, bitte töte die Viecher, wenn ich nicht dabei stehe. Auch wieder ein Nathan Demon Baby, es macht was es will. Ha, also 4 Hits. Bam, wenn das nicht mal. Diese 8 weiter. Also, ja. Also, und jetzt kommt noch ein Raum, bitte seid in Ordnung. Ja, geil! Hat mir schon so einige Mal das Leben gekostet. Bei Superlast musst du abwehren können. Da musst du deine Laufwege kennen, du musst alles von Anfang an geplant haben. Oder du ziehst so viel Schaden, dass die keine Chance haben, dir irgendwas zu tun. Nein, bleib gerade draußen, Martin. Weil wir nehmen hier gerade. Ah! Verdammt! So, das war's. Verdammt!
Aber dann ich kam gut dabei. Ja, ich bin. Mein Bruder ist gerade mein Zimmer gestiefelt, wobei wir gerade aufnehmen und ich weiß nicht. Du kannst gerne rausgehen, Martin. So, egal, aber ist ja nett hier. Ultra mitbekommen. Das ist zum ersten Mal in deinem Leben. Ja! Das ist unglaublich. So, das war doch schon mal sehr angenehm. So, haben wir auch schon wieder. Oh Gott. Wie viel sind das? 3, 4 Parts. Hast du gerade die Tür zu, Martin? Du kannst das auch draußen. Ich wollte jetzt noch Fragen stellen, genau. Yeah. Also, erstmal, wie findest du das Spiel? Das Spiel ist ultra cool. Und das, Moment, ich gönne mir jetzt erstmal auf meinen Sieg ein paar Lastings, die ich von Andy bekommen habe. Es war sehr unprofessionell während dem Aufnehmen zu essen, aber ich habe gerade bis zur Chest gepackt. Das ist mir alles egal. Also, du findest das Spiel super. Mhm. Du hast das Spiel ja aus unbekannten Gründen erhalten. Wer hat es mir wohl gegeben? Hättest du es dir denn auch so gekauft? Ich glaube schon. Das Spiel kostet meiner Meinung nach 4-5. Mit dem DLC, glaube ich, hat es, aber bei mir hat es 7-8 Euro gekostet, vielleicht 9. Würdest du das Spiel für 10 Euro kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Würdest du es weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das habe ich sogar auch schon gemacht. Ja. Obwohl ich nicht bis zur Chess gekommen bin, so wie jetzt. Hallo, das ging ultra. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, wie gesagt, Herzblatt, ich bring euch dahin, wo ihr hin wollt. Chess, bitte auf! Und, das war nur wegen Chain, weil ich Glück hatte. Dann, was könnte ich noch fragen? Weißt du rein zufällig, wie viele Stunden du schon mit dem Spiel verbracht hast? Zu viele, so oft wie ich gestorben bin. Zu viele, okay. Ja, nee, ich glaube, nee, noch nicht gar nicht mal so viele. Ich glaube, insgesamt 10, 11 Stunden reine Spielzeit. Weil das war immer, ich bin 5-mal gestorben, dann hatte ich keine Lust mehr und dann war eine halbe Stunde vorbei. Also ich habe verdammt viel Zeit schon mit dem Spiel verbracht. Allein weil ich es ja 2-mal durchgespielt habe. Bevor ich ja die Aufnahmen gestartet habe und noch nicht Wrath of the Lamb hatte, habe ich ja schon mal durchgespielt. Dann, bei dem Run, hast du irgendwas bereut? The Knife. The Knife hast du bereut. Aber in so einem Moment habe ich noch irgendwas bereut. Nee. Vor allem nicht das Demon Baby. Das hat mir das Leben gerettet, Marco. Ich hätte an deiner Stelle das Ace of Spades bereut. Polaroids, wenn du nur ein halbes Herz hast, bekommst du ein Schutzschild. Warum sagst du mir sowas nicht? Weil ich nicht helfen wollte. Oh verdammt, ich hätte noch rüberlassen drüber. Und dann wäre ich noch so eisig. Oh mein Gott. Und das Demon Baby hat sich das von Anfang an gedacht, ja. Dir erst noch Zucker in den Arsch geblasen und jetzt. Nee. Doch, so war es. Nein. Genau so. Das ist nicht die Realität. Das war die Realität, die ist nicht verdreht. Nein. Das Demon Baby weiß Bescheid. Es weiß Bescheid. Trotzdem hat es mich so weit kommen lassen und dafür bin ich dem Demon Baby dankbar. Danke, Demon Baby! Es soll eine Hölle schmoren, wenn es nach mir gehen würde. Das ist ein Demon Baby. So, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich grüße meine ganze Familie. Meine Mama, meinen Papa, meine Oma. Und meinen Bruder habe ich ja eben schon gegrüßt. Mir fallen jetzt ehrlich gesagt keine Fragen mehr ein. Spontanität. Und das war wirklich das erste Mal, dass du weiterkamst als Mom? Ja, das zweite Mal, dass ich überhaupt zu Mom kam. Okay, mein Name ist Herr Wegmann. Mein Name ist Michael. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Gast, wenn es heißt, The Binding of Isaac. Bis dahin. Tschüss. Ciao.